Hallo, ähnlich wie Riso mit seinem Video Die Zerstörung der CDU hat auch Never Forget Niki oder Niklas Lotz ein Video gemacht, die Zerstörung von Fridays for Future. Und ja, genauso wie Riso hat auch Never Forget Niki sich selbst und seinen Ruf zerstört als vermeintlich seriöse Quelle, weil einfach auch bei ihm der Großteil der Informationen falsch ist. Und obwohl er auch wie Riso ein durchaus aufgeweckter junger Mann ist, das irgendwie ganz nett anzuschauen ist, was er da so auch an Quellen und so weiter und Zitaten immer bringt. Aber insgesamt ist eben das, was er macht, nicht Berichterstattung von neuen Dingen, sondern eigentlich in der Summe Unwahrheit. Wir fangen mal mit der größten Unwahrheit an. Never Forget Niki hat eine positive Haltung grundsätzlich zur sozialen Marktwirtschaft. Und das konnte man ja noch verstehen, aber seit 20. August 2018, als Greta Thunberg an die Öffentlichkeit ging und zeitgleich die zweiten Scientists for Future 2 an die Öffentlichkeit gingen, ist das mittlerweile so, dass wissenschaftlich die soziale Marktwirtschaft dass es bewiesen ist, dass die soziale Marktwirtschaft ein alles zerstörendes System ist. Manche sprechen ja auch von Kapitalismus, also die soziale Marktwirtschaft oder egal wie man es nennt, Kapitalismus ist ein alles zerstörendes System und das ist mittlerweile bewiesen. Ja, wir googeln mal schnell hier nach zweites Scientist for Future 2, rechte Maustaste, Google nach und so weiter. Ja, und dann kann man das dann hier anklicken und so weiter. Aber das mache ich jetzt zu, weil ich habe die Seiten schon auf. Und dann sind wir hier zum Beispiel auf der Unterseite Professorinnen. Da ist es nochmal, will ich nochmal kurz verdeutlichen, Niki macht also den gleichen Fehler, Never Forget Niki macht den gleichen Fehler wie Rezo. Er stellt sich also genauso wie eben jemand, der Kopernikus, Kepler und Newton ablehnt und dann von Flacherdler ist sozusagen, genauso wie der antiwissenschaftlich und antinaturwissenschaftlich ist halt jemand, der Gregor Mendel, Wallace und Darwin ablehnt und nicht berücksichtigt, ist im Prinzip vergleichbar mit einem Kreationisten. Und in diesem Sinne ist auch nicht nur Rezo eher in der Kategorie der Kreationisten, sondern auch Niki in der Kategorie der Kreationisten, weil er sich nicht sozusagen nicht berücksichtigt in all seiner Argumentation, dass Darwin uns längst das Naturgesetz der Newton hat uns das Naturgesetz der Gravitation gebracht, Darwin das Naturgesetz von Mutation und Selektion, beziehungsweise Darwin und seine Nachfolger. Hier, das sind ja Professoren, das brauchen wir jetzt ja nicht nochmal, aber so, das heißt also, und was beweist nun dieses Naturgesetz von Mutation und Selektion? Wie beweist es, dass sozusagen die soziale Marktwirtschaft ein teuflisches, alles zerstörendes System ist, an dem man nicht festhalten darf, sozusagen. Das wird hier bewiesen, hier zur naturwissenschaftlichen Beweisführung und so weiter. Ich fasse das wieder ganz kurz zusammen. Mache heute mal nur das eine Beispiel des Ernährungssystems. Zu Anbeginn der Erfindung des sozial-marktwirtschaftlichen, also in Wirklichkeit ist ja das sozial-marktwirtschaftliche in seinen Vorformen schon 400.000 Jahre alt.
Und als damals der erste, die ersten Lebensmittelhändler dann irgendwann später, viel später nach diesem Evolutionsprozess von vor 400.000 Jahren, dann vor einigen Jahrhunderten oder sogar länger, also wir wissen ja nicht, wie lange, ich weiß jetzt nicht im Kopf, wie lange, wann sozusagen zuckerähnliche Stoffe erfunden worden waren. Und auf jeden Fall, wenn in dem Moment, wo der erste Händler in die Gruppe kommt, mit seinem Märchenerzähler und der Händler sozusagen erzählt davon, dass eben diese Zuckerprodukte, diese Pralinen und Schokolade und so weiter, genauso gesund seien wie die süßen, reifen Früchte, dass er damit unheimlich viel Geld verdient, dadurch seine Geschäftsidee unheimlich viel Nachahmer hat und sich ausbreitet und überall auf der Welt eben unterrichtet wurde, dass Zucker genauso wertvoll sei wie eine echte, süße, reif geerntete Frucht, in die man hineinbeißt. Und dieser Irrtum, das kann man aber hier alles nochmal detailliert nachlesen, auch die Irrtümer im Gesundheitssystem, dieser Irrtum breitet sich aus. Also die soziale Marktwirtschaft ist ein System, in dem sich gewinnbringende Irrtümer massenhaft ausbreiten und alle Menschen schädigen und vergiften und beschädigen. Und das Ganze ist ein lebenszerstörendes System, das eben nicht nur die Umwelt verdreckt und vergiftet, sondern das Ganze. Aber das solltet ihr euch hier gründlich nachlesen und in den Videos und so weiter überall alles lesen. Also, es ist jetzt spätestens seit August 2018, als die Scientists for Future 2, die zweiten Scientists for Future 2 an die Öffentlichkeit getreten sind und Presseberichte darüber existieren und so weiter. Seitdem ist es also bewiesen, dass sozusagen die soziale Marktwirtschaft ein Teufelswerk ist, ein extrem schädliches System. Ich gehe nochmal hier drauf, damit man vielleicht auch nochmal gucken kann, ja hier Medienberichte zum Beispiel hier. Da kann man also den Bildartikel über die zweiten Scientists for Future 2 lesen. Dann kann man hier zum Beispiel hier den Trendartikel über die zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat, also die Unterabteilung vom Weltrat der Weisen, lesen und so weiter. Also das heißt sozusagen, Never Forget Niki ist genauso wie Rezo hinterm Mond, was die Neuigkeiten betrifft, und er ist sozusagen genauso unrealistisch und nicht up-to-date wie eben Rezo. Und jetzt vielleicht nur noch zur Lösungsseite ganz kurz, weil das könnt ihr alles dann hier nachlesen, das ist die Unterseite erste Zwischenschritte, und die Lösung, also wie man die soziale Marktwirtschaft beenden will, der erste Schritt, um den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft oder aus dem Kapitalismus zu gehen, ist, dass jeder Bürger eine Wohlfühlnoten abgibt regelmäßig, und dass eine Gesundheitskostenerwartungskurve für jeden Bürger errechnet wird und die tatsächlichen Gesundheitskosten verglichen werden mit dieser Kurve, und danach alle Menschen, die in Deutschland Geld verdienen, verdienen nur noch dann, wenn die Wohlfühlnoten der Menschen, die sie betreuen, besser oder versorgen mit Gütern, Lebensmittelindustrie oder Einzelhandel oder was auch immer, kriegen nur noch dann Geld, wenn die tatsächlichen Gesundheitskosten unter der Gesundheitskostenerwartungskurve bleiben und wenn die Wohlfühlnoten der Menschen immer besser werden sozusagen, dann gibt es Geld,
Und es gibt halt deutlich weniger Geld, wenn die Wohlfühlnoten schlechter werden und so weiter oder gleich bleiben und die Gesundheitskosten gleich bleiben. Also das heißt, die Wirtschaft, die soziale Marktwirtschaft wird zum ersten Mal menschenfreundlich, wird zum Diener der Bürger und der Menschen, also auch und die ganze Wirtschaft wird dann darauf hinarbeiten, dass auch Nevagotniki ein glücklicheres und gesünderes Leben führen kann, was jetzt nicht möglich ist. Jetzt gehen wir mal noch ich gehe mal, lass mal das Bild hier weiterlaufen. Moment. So, lass einfach noch mal ein bisschen Bilder laufen von der Fridays for Future Demo. Wo hat aber jetzt haben wir aufgezeigt, Nevagotniki liegt völlig daneben, weil er wie Rezo bis jetzt noch die zweiten Scientists for Future 2 und ihre Beweisführung, dass die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus eine Katastrophe ist und uns alle zerstört. Nur mal als Beispiel, nur mal, dass man sich mal klar macht, wie naiv sozusagen eine positive Stellung zur sozialen Marktwirtschaft ist. Auch 1930, 32, 33, 34 hatten wir auch irgendeine Form der sozialen Marktwirtschaft mit Wohlfahrt und allem und so weiter. Und was hat diese soziale Marktwirtschaft in Deutschland produziert? Hitler und den Krieg und den Zweiten Weltkrieg, 60 Millionen Tote, 6 Millionen ermordete Juden und so weiter. Also wie kann man die soziale Marktwirtschaft auch nur im Entferntesten gut finden, nur weil es gerade mal ein paar Jahrzehnte her ist, dass in Deutschland Massen von Menschen abgeschlachtet worden sind, ja? Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo hat Nevagotniki durchaus auch recht. Wir wollen ja eine sachliche Erörterung machen. Und wo er recht hat, ist natürlich dass er sagt, natürlich ist es zu verurteilen, dass Fridays for Future sich mit verfassungsfeindlichen Straftätern irgendwie assoziiert. Ja, also Wissenschaftler sagen ganz klar, absolut demokratisch muss es zugehen. Aus Deutschland muss eine echte Demokratie gemacht werden und alles muss demokratisch stattfinden. Und niemand darf unter irgendeinem Vorwande eines guten Zwecks irgendeine Straftat begehen, sozusagen. Das wurde ja übrigens auch leider schon aufgeweicht. Wir haben einen großen Durchbruch. Mittlerweile darf die Medizinindustrie Straftaten zwangsweise begehen. Wir haben sozusagen einen Impfzwang bekommen. Und das ist quasi hiermit werden Bürger genötigt, Körperverletzungen an ihren Kindern begehen zu lassen. Und das ist eigentlich ein Bruch unserer Verfassung, denn wir haben ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und das nur so als Beispiel am Rande. Aber generell hat Nevagotniki recht. Also Organisationen wie Ende Gelände und Extinction Rebellion sind natürlich zutiefst zu verurteilen, weil sie Straftaten begehen, strafbare Handlungen begehen, unter dem Vorwande etwas Gutes zu wollen, sozusagen. Und dann hat er natürlich auch recht, dass wir das, was wir kennen, also Pseudosozialismus und Pseudokommunismus aus der Sowjetunion, aus der DDR, aus Kuba, aus Venezuela, aus Nordkorea. Davon redet natürlich kein Naturwissenschaftler. Also natürlich sind da will niemand hin zurück.
Und das ist ganz selbstverständlich, dass auch alle vernünftigen Linken und sozusagen niemals zu diesen gescheiterten Experimenten zurück wollen. Also wenn Kommunismus und Sozialismus das Ergebnis der Beendigung von sozialer Marktwirtschaft und Kapitalismus ist, dann wird das sicherlich ein völlig anderer Kommunismus, Sozialismus sein, als das, was wir schon kennen, denn das ist ja nun kläglich gescheitert. Da hat Never Forget Nicky recht. Aber jetzt kommt schon wieder der nächste Punkt, wo er natürlich wieder völlig daneben liegt und also seine Zuhörer in die Irre führt und völlig falsch lenkt, indem er sagt, dass die Journalisten ja irgendwie alle so linksgrün sind und dass das schlecht sei. Das stimmt nicht. Die Journalisten haben recht. Die Großmedien sind viel näher an der Realität als Never Got Forget Nicky oder die AfD oder ähnliche Instanzen. Die Journalisten haben nämlich recht, sie haben nämlich Greta Thunberg groß gemacht, weil sie spüren, dass dieses System so nicht weitergehen darf, dass die soziale Marktwirtschaft beendet werden muss. Und deswegen haben sie Greta Thunberg bekannt gemacht, Fridays for Future bekannt gemacht, trotz aller radikalen Gesellschaftskritik oder eben wegen aller radikalen Gesellschaftskritik, denn die Journalisten haben vernünftigerweise erkannt, dass eben wir ein neues, besseres System brauchen, das richtigen Umweltschutz praktiziert und das auch sozusagen so extreme Erscheinungen wie extreme Schere zwischen Arm und Reich und solche extremistischen Folgen, die soziale Marktwirtschaft verursacht, dass sowas schleunigst beendet werden muss. Also insofern haben die Journalisten mit ihrer etwas linksgrünen Grundhaltung durchaus recht und Never Forget Nicky liegt da also völlig daneben. Wo er auch Unrecht hat, ist seine Deutschtümelei oder zumindest also die Deutschtümelei, die man aus der AfD kommt, die liegt auf jeden Fall völlig daneben. Und die Anti-Haltung zu Europa liegt völlig daneben, denn Naturwissenschaftler sagen natürlich ganz klar, wir haben eine Weltsituation, wo wir konkurrenzfähig sein müssen sozusagen dem Rest der Welt, mit China, USA und so weiter. Und das sind riesige Verbünde. Und wenn wir da als kleines Deutschland bleiben, erstens ist dann die Gefahr, solange noch die soziale Marktwirtschaft jetzt noch da ist, besteht ja immer die Gefahr, dass es auch wieder zu Kriegen in Europa kommt und so weiter. Also was aus wissenschaftlicher Sicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht natürlich empfehlenswert wäre, ist natürlich, dass wir mindestens die Vereinigten Staaten von Nordeuropa endlich gründen, am besten dann auch Englisch, denn wir müssen aufhören, dass mit dieser Deutschtümelei und so weiter alle Nordeuropäer sozusagen sind sich so ähnlich und so weiter und niemand Vernünftiges hat ein Problem, sich mit Schweden, mit Norwegern, mit Dänen, mit Franzosen und Österreichern und Schweizern, die man hoffentlich irgendwann dazu gewinnt. Also damit hat niemand ein Problem und niemand Vernünftiges ein Problem. Und dass wir auf unsere Sprache verzichten müssen und das alles auf Englisch umstellen müssen, ist verständlich. Jetzt ist England vorübergehend zumindest draußen aus der EU, also zumindest auf dem Weg raus. Und da bietet es sich an, dass wir endlich sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika existieren nur und sind nur deswegen gelungen, weil sie eine Einheitssprache haben. Und ohne eine Einheitssprache geht gar nichts. Ja? Also wir brauchen die United States of Northern Europe,
Man kann dann gucken, ob man irgendwann auch die United States von Southern Europe, ob man das fusioniert irgendwann. Aber als erstes braucht man aus wissenschaftlicher Sicht ganz auf jeden Fall mindestens die United States of Northern Europe mit der Sprache Englisch. Wir können ja alle zweisprachig bleiben, bis alle in Englisch so perfekt sind, dass wir also dann einsprachig werden können. Und dann ist generell fällt bei Never Forget Niki auf seine völlig unrealistische Haltung, dass er von dem Konsumgeklitzer sozusagen völlig geblendet ist durch den schönen Schein der Konsumgüter und so weiter, als wäre das Leben. Also Never Forget Niki hat noch nichts begriffen davon, dass auch sozusagen die soziale Marktwirtschaft Lebensglück zerstört, damit die Menschen konsumsüchtig werden. Und er argumentiert eben auch, so ähnlich wie dieser Olli, über den wir auch nochmal ein Video machen müssen, aus einer konsumsüchtigen Perspektive aus, lieber Never Forget Niki, Sie lassen sich blenden von dem schönen Schein der sozialen Marktwirtschaft. Wir alle, unser aller Leben ist glücksreduziert, unsere Lebensfreude ist reduziert. Wir haben alle ein armseliges Leben und die Tatsache, dass wir irgendwie viele Güter haben, die ist nicht nur positiv zu sehen, sondern es handelt sich um Ersatzbefriedigungskonsum für nicht gelebtes Leben. Also Never Forget Niki sozusagen ist da auch wieder antiwissenschaftlich, in dem Sinne, dass er die Menschen bestätigt darin, konsumsüchtig zu bleiben. Und ja, alles klar. Dankeschön, schönen Tag, tschüssi.